So, da sind wir wieder. Machen noch ein kleines Stückchen weiter, aber auch nicht mehr so lang heute. Also, wohin gehen wir? Wir gehen hier. Anhöhenbasis, glaube ich, näher dran. Wollen wir mal hinfliegen können? Bup. Einmal nach da hinten fliegen. Waren wir da oben schon mal drauf? Und einmal in den Sturzflug. Keiner. Lang nicht gesehen. Hier soll früher einmal ein Vulkan existiert haben. Als er ausbrach, entstand ein riesiger Krater, in dem sich mit der Zeit Wasser ansammelte. Und so wurde der See der Wahrheit geboren. Sieht jetzt nicht so stark wie ein Vulkan aus, aber das länger her ist, I guess. Das Pokémon Vesprit wacht über diesen See. Als es flog, lernten die Menschen das Glück und die Trauer des Lebens erkennen. Zumindest erzählt man sich das. Oh, ein Smartphone? Dein Arceus-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Oh. 5G-Dingenswellen sind hier. 6G. Uiuiuiui. Erstmal eine Flashbang bekommen. Aber was? Eben war diese Hülle noch nicht da. Ist das also dieses Arceus-Phone, von dem der Professor erzählt hat? Gehen wir schon. Fräulein Kogita sagte, dass du den Pokémon, die über diese Seen wachen, deine Stärke beweisen musst. Das klingt, als stünde dir eine Herausforderung bevor. Herausforderung heißt, ich speichere mal vorher, nur zur Sicherheit. Oh, ich sehe auch gerade, mir wurde mein Personalausweis abgenommen. Ich habe gar keine Stempel mehr. Und Mann. Ich wurde einfach abgeschoben. Dieser Ort ist unbeschreiblich. Süß. Ein Pokémon mit einer bedrohlichen Aura erwartet dich. Du musst kämpfen, Sean. Das Pokémon des Sees will dich damit bestimmt auf die Probe stellen. Ha. Können wir. Die Wasserzeichen sind auch genau wie in Diamant und Perl übrigens, immer so nebenbei. Okay, ich muss es ansprechen, schade. Wollte eigentlich einen Hinterrückskampf machen. Gon! Besser wissen, dass Viskogon. Los, Knackack. Wirklich. Machen wir mal einen starken Wutanfall. Raste aus, Knackhack, raste aus! Und gecrittelt. Sehr, sehr schwieriger Kampf. Haben wir gerade. Gerade so geschafft. Du hast es geschafft schon. Es ist offensichtlich, dass du und deine Pokémon eine enge Beziehung zueinander aufgebaut haben. Und das, obwohl sie in diesen Bällen eingefangen wurden. Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Ich bin es. Vesprit. Oh, ich bin ein alter Mann. Hallo, Vesprit. Meine Gefühle teile sie mit mir. Okay. Ein Zwiegespräch, das im Geiste geführt wird? Das könnte passender nicht sein. Was verspürte dein Herz, als du auf Hisui herabgefallen bist? Weiß ich nicht, war ratlos. Kein Plan.
Wie fühlt es sich an, deine Reise auf der Seite von Pokémon zu bestreiten? Es hat Spaß gemacht. Ja, also Spaß war dabei auf jeden Fall. Was ging in dir vor, als du dich mit den Menschen des Diamant- und Perlclans austauschtest? Der Mensch ist anders. Keine Ahnung. Komische Auswahlmöglichkeiten hier. Was fühltest du, als die Galaktik-Expedition dich vertrieb und dich allein herumwandern ließ? Ich war frustriert. Richtig Frust. Ich gebe dir einen Teil des Geistes, auf dass du die Welten mendest. Du hältst eine Vesprit-Feder. Diese Feder beweist deinen Abschluss der Prüfung des fühlenden Wesens Vesprit, das im See der Wahrheit lebt. Sie ist nötig, um die rote Kette herzustellen. Okay. Wes. Oder Wes. Vielleicht nochmal rein und dich dann fangen? Wie fühlt es sich an, ohne Worte mit Pokémon zu kommunizieren? Hier ist etwas ganz Seltsames vor sich. Aber wenn ich bedenke, was sich gerade am Himmel abspielt, sollte mich eigentlich nichts mehr überraschen. Dann auf zur nächsten Serie, würde ich sagen. Warum kommst du eigentlich überhaupt mit, Tiam? Du bringst einfach überhaupt nichts. Geh doch mal wieder zu deinem Clan und helf deinen Leuten. Du bist hier, genauso useless wie Perla gewesen wäre. Aber ich find's cool, dass sie die Muster 1 zu 1 wie aus den Diamant- und Perl-Versionen hier unten haben. Sehr, sehr schön. Wie es aussieht, hattest du Erfolg schon. Du kennst dich mit vielen Dingen überraschend gut aus. Ja, das tue ich in der Tat. Sicherlich liegt es zum Teil an meinem Dasein als Händler. Andererseits bin ich aber auch schlichtweg sehr neugierig. Mich interessiert, was in der Vergangenheit passiert ist und uns in diese Gegenwart führte. Oder, um es präziser auszudrücken, ich möchte herausfinden, wo meine Wurzeln liegen und wohin mein Weg mich führt. Schätze, da geht es uns ähnlich. Warum verehren wir das ehrwürdige Sinnoh? Und ist es wirklich? Dabei handelt es sich zweifelsohne um wichtige Fragen. Doch ich befürchte, sie müssen warten. Wir sollten jetzt zu Fräulein Kogita zurückkehren, in Ordnung? Ja, gehen wir. Gut, ich bin gespannt, was sie zu all dem zu sagen hat. Ist das etwa eine Vesprit-Feder? Die alten Überlieferungen sind also wahr. Das bedeutet, dass die rote Kette ebenfalls existieren muss. Ich komme nicht mehr mit. Diese Pokémon verkörpern unseren Geist und der Gegenstand, den sie uns geben, soll irgendwelche Welten binden. Und dadurch soll die momentane Situation ausgelöst werden. Wie genau? Warum? Deine Zweifel zeigen, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist, mein Jüngchen. Du bist nicht umsonst überhaupt. Ohne unseren Geist wäre uns überhaupt nicht bewusst, dass der Riss größer wird und die Welt womöglich zu Ende geht. Man könnte andersherum auch sagen, dass die Welt nur existiert, weil wir durch unseren Geist in der Lage sind, Zeit und Raum wahrzunehmen. Die rote Kette ist sozusagen ein Instrument, mit dem wir die Welt richtig sehen können. Verstehe ich nicht. So sind die Legenden nun mal. Sie erklären uns die Welt auf unverständliche Weise. Das bringt uns dazu, selbst mehr nachzudenken. Über das ehrwürdige Sinnoh und über die Welt, in der wir leben. Genau, Legenden sind schon was Feines. Nun gut, jetzt müssen wir das alles nur noch zweimal wiederholen, um in den Besitz der roten Kette zu gelangen. Du klingst so selbstgefällig für jemanden, der selbst nicht viel beizutragen hat. Oder trifft unbekümmert es besser. Du hast dich ihnen doch nur angeschlossen, um deine Gier nach alten Ruinen zu befriedigen. Gut,
Gehen wir zum zweiten See. Als nächstes gehen wir den See haben wir. Hier ist noch ein See und der letzte ist hier, ne? Gehen wir hier als nächstes hin. Das ist so traurig, hier nicht mehr den Professor zu sehen. Das Gute ist, die Diamantsiedlung ist sehr nah. Dann nehmen wir Sneebos hier hoch. Wait. Eventuell habe ich mich ein bisschen verlaufen. Da lang müssen wir nämlich. Guten Tag, die Herren. Der See der Kühnheit. Er soll genauso wie der See der Wahrheit durch einen Vulkanausbruch entstanden sein. Allerdings existiert auch die These, dass der Krater, in dem er sich befindet, auf einen Kampf zwischen Pokémon zurückzuführen sei. Das Pokémon Turbots wacht über diesen See. Als es flog, langten die Menschen Entschlossenheit. Zumindest erzählt man sich das. So, ich habe einen Call von Arceus bekommen. Er macht nur mal kurz hier die Tür auf. Bling, bling. Alles mit so einem schönen NFC-Chip, ne? Deswegen funktioniert das nur mit unserem Handy. Ja. Was? Gerade eben war doch dort noch keine Höhle. Ist hier etwa extra für Scheuer erschienen? Das haben wir doch schon eben gesehen. Auf geht's schon. Da drin werdet ihr bestimmt auf ein Pokémon treffen, welches das Pokémon des Sees beschützt. Seid vorsichtig. Hoffentlich wird es diesmal nicht gewonshottet. Sagen wir es mal so, ne? Wo war nochmal der QR-Code? Genau. Das an der Höhle bei den Steinen ist eigentlich ein QR-Code-Scanner. Und wir müssen halt, auf unserem Arceus-Phone haben wir so einen QR-Code gespeichert. Halt einen für jeden von den Seen. Ja, ne? Deswegen sind wir die Ersten, die hier drin sind. Dann wollen wir doch mal sehen, was hier auf uns wartet. Was ist das denn für ein hässliches Pokémon? Ist das die Weiterentwicklung von dem Dingens? Dem Dingens vor allen Dingen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Sehr vorsichtig, Sean. Von den Stacheln dieses Pokémon, wenn mein Großvater erzählt, die sind giftig. Darf ich mal anfassen? Boah. Stimmt, Baldorfisch und dann ist das die Weiterentwicklung. Gucken, wie Baldorfischs Weiterentwicklung hier heißt. Riador. Los, ein starken Wutanfall. Guck dich aus, Knackack. Sieht krass aus. Ich finde auch, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn man überlegt, dass es Baldorfisch Zweiterentwicklung ist. Risikodeckel. Bitte töte dich nicht selber. Okay, knapp daneben. Rostbeule. Oh, krass, dass wir das überlebt haben. Dann machen wir noch eine starke Drachenklaue. Schon. Ah, das war ein cooles Pokémon. Turbots. Erscheine. Sehr gut schon. Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Wer könnte es sein? Es ist etwa Turbots. Turbo. Ich glaube, Turbots ist das usefulste von denen. Rein, weil Turbots sehr viel Angriff und Spezialangriff hat. Beweise mir deinen unerschütterlichen Willen. Versuche mich mit Ruhegaben zu treffen. Wait, ist es ein Bossfight? Mit Ruhegaben? Nicht schlecht, machen wir gerne. Ruhegaben? Wo kommen die her? Sollst du sie etwa auf Turbots werfen?
Du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Gibst du auf? Ich gebe auf. Nein, ich gebe noch nicht auf. Ich bin sehr entschlossen. Gibst du jetzt auf? Du sollst besser aufgeben. Willst du denn dennoch weitermachen? Ich gebe nicht auf. Ich bin entschlossen. Ich muss dir meine Entschlossenheit zeigen. What? Ich habe ihn noch getroffen, actually. Oh. Ja. Ist direkt hinter uns. Wait. Ich bin schon wieder getroffen eigentlich. Ist zwecklos, gib auf. Oder willst du dennoch weitermachen? Ich gebe nicht auf. Tobu! Gib dir einen Teil des Geistes, auf dass du die Welten findest. Oh, wir mussten einfach sagen, nee, ich gebe nicht auf. Nee. Du bist das Pokémon der Entschlossenheit. Ich muss einfach nicht aufgeben. Dann gewinnen wir. Dieser Zahn beweist deinen Abschluss der Prüfung des starken Wesens Tobuts, das im See der Kühnheit lebt. Es ist nötig, um die rote Kette herzustellen. Bye bye. Fehlt noch einer. Yes. Wie es scheint, ist alles gut vonstatten gegangen. Aber es ist schon seltsam. Warum geben sie uns die rote Kette nicht einfach? Ich schätze, es ist eine Sicherheitsmaßnahme und sie wollen uns wohl testen. Das ergibt Sinn. Ah, wer weiß, was passieren würde, wenn sie in die falschen Hände geriete. In Diamant, Perl und Platin fällt die rote Kette, Tatsache, in die Hände von Team Galactic. Und damit beschwört der Boss Dialga und Palkia. Ja. Oder Arceus? Ich glaube, alle drei oder irgendwie so. Ich glaube, nur Dialga, Palkia, Tatsache zwar. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ist die Kette nicht dafür da, die Welten zu binden, oder? Was würde ein Bösewicht damit anfangen? Wer weiß, vielleicht hat sie noch eine andere Funktion als die, wofür wir sie brauchen. Gut möglich. Naja, wir werden es wohl erst herausfinden, wenn die Kette in unserem Besitz ist. Also dann, sollen wir fürs Erste zu Fräulein Kogita zurück? Yes, einmal zurück. Gut, ich bin gespannt, was sie zu all dem zu sagen hat. Same. Gucken wir mal, was die gute Frau jetzt sagt. Ein Tobuts Fangzahn. Diese Wärme, die davon ausgeht. Oh. Irgendetwas ist an diesem Pokémon der Seen seltsam. Als würden sie durch deine Gefühle mit dir kommunizieren. Wir sollten einen Schritt zurücklegen. In Jubeldorf baut sich was zusammen. Was meinst du damit? Ein Händler der Ginkgo-Gilde hat mir Bericht erstattet. Anscheinend wurde jenseits des Risses ein Pokémon gesichtet. Und Denboku hat ein paar seiner Leute zusammengetrommelt, die es nicht nur erforschen, sondern im Ernstfall auch unterwerfen sollen. Ein Händler der Ginkgo-Gilde, sagst du. Müsste es nicht ein Kollege sein? Was denn? Was, wenn es wahr ist und sich jenseits des Risses ein Pokémon befindet? Und was, wenn aus dem Riss in unsere Welt... Was? Und was, wenn es aus dem Riss in unsere Welt eindringt? Wir sollten keine Zeit verlieren und schnell das letzte Material für die rote Kette finden, Sean. Dein Enthusiasmus reißt einen ja geradezu mit. Und ich werde mir dieses historische Ereignis bis zum Schluss ansehen.
Du willst also nur zusehen, ja? Denk daran, dass ihr die Materialien von den drei Seen zu den Nebelruinen bringen müsst. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich weiß, böser, böser Cliffhanger. Dafür bin ich bekannt. Gut, gut. Ja, zweimal speichern, ne? Doppelt hält. Doppelt so gut. Gut. Ich würde sagen, morgen machen wir dann weiter. Auch wieder direkt um 20 Uhr. Machen wir dann weiter. Holen uns das dritte Dingensgedöns von Selfie fehlt uns noch. Und dann gucken wir mal, was mit der roten Kette, was wir damit anfangen können. Perfekt, so langsam wird es spät. Genau, genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Wir sind auch schon wieder 2,5 Stunden, fast 2-3 Viertelstunden am Zocken hier. Ganz, ganz viel. Kuss, gute Nacht, Leon. Dir auch gute Nacht, mein Bruder. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Morgen 20 Uhr wieder bei Pokémon. Bis dann. Ciao, ciao.